Willkommen, liebe Zuschauer, beim Corona-Talk von Asklepios. Und ich freue mich jetzt sehr, dass Sie bei uns sind, Frau Bartmann. Sie sind Leiterin des infrastrukturellen Dienst aus dem Asklepios-Klinikum in Altona. Erstmal schön, dass Sie da sind. Frau Bartmann, erzählen Sie mal, was gehörte denn vor der Corona-Krise zu Ihren täglichen Aufgaben? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Zu den Aufgaben meiner Abteilung gehören die Koordination der Dienstleistungen. Ich verstehe mich eigentlich als Bindeglied zwischen Haus und den Dienstleistern wie Reinigung, Speisenversorgung, Logistik, aber auch Infostand Wachdienst. Zu den weiteren Aufgaben gehören die gesamten Umzüge im Haus, die Einrichtung der verschiedenen Abteilungen, sei es Chefarztzimmer oder auch der Pflegewagen, der gebraucht wird. Also alles, was nicht technisch und nicht medizintechnisch ist, gehört zu den Aufgaben. Und eigentlich kann man sagen, wir sind so ein bisschen Mädchen für alles und versuchen, alles zu tun, damit das Kerngeschäft läuft. Also wirklich sehr komplex. Ja. Was hat sich denn jetzt verändert durch die Corona-Pandemie? Insofern hat sich die Modulversorgung der Häuser verändert. Das heißt, dass wir alle Artikel, die zur persönlichen Schutzausrüstung gehören, und auch das Desinfektionsmittel nicht mehr Modulversorgung, das heißt direkt aus dem Lager in die Station versorgen, sondern ein Zentrallager im Haus angelegt haben, wo wir dann Ausgabezeiten haben und an die Station täglich die Produkte ausgeben, so wie sie auch benötigt werden, um damit einen Vorrat auf den Stationen oder eine Lagerung vor Ort nicht mehr haben zu müssen. Nun ist es ja so, dass das Robert-Koch-Institut in seinen Empfehlungen nicht vorsieht, dass alle Krankenhausmitarbeiter wirklich geschützt sind bzw. eine Maske tragen müssen. Wie ist denn das? Also gibt es da verschiedene Abteilungen, wo es sinnvoll ist, dass sie wirklich Maske und Schutzkleidung tragen? Selbstverständlich. In unserem Haus und auch in den anderen Häusern ist es so, dass auf den Intensivstationen und in der zentralen Notaufnahme natürlich von allen Mitarbeitern ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Auf den Corona-Stationen bei uns im Haus wird die komplette Schutzausrüstung, also das heißt ein Kittel, Mundschutz und auch eine Schutzbrille getragen, so wie vorgesehen. Sie stehen ja nun auch am Eingang und schauen, wer aufs Gelände kommt bzw. dann auch in die Klinik darf. Das Besuchsverbot, wie hat das die Stimmung verändert? Also das war am Anfang schon recht kompliziert, weil es doch Besucher und auch Patienten gab, die das nicht wussten oder auch noch nicht so mitbekommen hatten. Mittlerweile sind alle Patienten und Gäste, Lieferanten gut informiert und da gibt es eigentlich keine Probleme. Diese Selektion oder diese Kontrolle an oder vor der Information kommt bei uns sehr gut an und wir können dadurch die Situation in der Besucherhalle bei der Aufnahme sehr entzerren und das wird von Mitarbeitern und auch Patienten gut aufgenommen. Ohne Frage ist es ja nun auch für die Mitarbeiter eine hohe psychische und auch körperliche Mehrbelastung. Kann man aber trotzdem auch so einen Zusammenhalt spüren, dass es für den einen oder anderen auch sehr kraftvoll ist in dieser besonderen Situation? Das merkt man durchaus. Also die Abteilungen, die da sehr involviert sind, und damit meine ich jetzt nicht nur die Stationen, sondern auch die dazugehörigen Bereiche, sei es die Logistik, der Patiententransport, die Modulversorgung, aber auch die Kollegen aus der Pflegedienstleitung. Alle arbeiten wirklich Hand in Hand und das gibt uns auch ganz viel. Also das ist durchaus ein positives und ich will nicht sagen erfüllendes Gefühl, aber es macht auch Spaß, weil man sieht, dass es alles Hand in Hand geht. Ja,
Die große Kunst ist natürlich auch jetzt, das Krankenhausgeschehen ohne Corona am Laufen zu halten. Müssen Patienten denn mit anderen Erkrankungen oder Verletzungen Angst haben, sich zu infizieren? Wir haben die Corona-Patienten in spezielle Abteilungen untergebracht, die auch völlig abgetrennt sind von dem restlichen Patientenverkehr und den bettenführenden Stationen. Das heißt, es sind völlig abgeschirmte Stationen, wo auch eigene Zugänge sogar für das Personal sind. Und insofern gibt es da keine Vermischung. Vielen Dank, Frau Bartmann, für Ihre Zeit. Herzlichen Dank. Danke.